Die schönsten Seiten des Murtals präsentierte der bekannte Brucker Heimatautor Friedrich Zwitkowitz den Lesern in einem neuen Buch Entlang der Mur. Das Buch wurde vor kurzem in der Buchhandlung Leikam in Bruck an der Mur bei einer Lesung vorgestellt. Das Tolle bei den Lesungen von Friedrich Zwitkowitz ist das, dass wir sehr viel Publikum haben, mindestens 100 Zuschauer, und es ist eher sehr regional bezogen. Und der Fritz geht auf die Leute sehr gut ein und findet guten Anklang. Erinnern Sie sich auch an gewisse Dinge, die Sie in diesen Büchern sehen, wenn Sie an Bruck denken, wenn Sie an das Murtal denken? Auf alle Fälle vor allem an die Mittergasse, die vor 36 Jahren noch befahrbar war, war ein Polizist da vorne an der Kreuzung drinnen. Oder die Mur, wenn man schaut, früher wie das war und heute, heute ist sie verbaut durch die Burg Hohenlimburg-Brücke. Es ist toll, wenn man da die Bilder sieht, weil sonst geht das alles ins Vergessenheit. Letzte Frage, wie entwickelt sich eigentlich so etwas, dass man sagt, ich mache jetzt eine Lesung eines Autors, eines Bekannten oder auch eines, ich sage jetzt Rückblickbuches, so wie es hier ist, oder Vergangenheitsbuches. Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu machen? Bringt das dann mehr Leute eigentlich zu den Büchern? Auf alle Fälle, vor allem durch den Regionalbezug, so wie das ist entlang der Mur, kommen sehr viele Leute zu den Lesungen und das Buch wird auch sehr gut verkauft. Der Fritz Zwitkowitz hat zum Beispiel mehr Besucher, Zuhörer als ein Literaturstar aus Österreich. Wenn er Thomas Raab kommt, kommen auf 60, beim Fritz sind wir bei 100, 120 Zuhörer, und das ist das Tolle daran. Der Leser geht auf eine Zeitreise quer durch die Steiermark von Bredlitz über Knittelfeld, Bruck an der Mur, Graz und Spielfeld bis hin nach Radkersburg. Faszinierende Aufnahmen zeigen, wie es einst rechts und links der Mur aussah, und man erinnert sich an den Alltag der Menschen, die der Fluss geprägt hat. Es ist deswegen entstanden, weil ich sehr viel Material habe von der Steiermark, und ein Bekannter, der Franz Breitler, hat über das Mürztal geschrieben und hat mich dann angestiftet, nachdem ich sehr viel Material habe, soll ich das Murtal machen. Ich habe mir das sehr lange überlegt, aber bei der Durchsicht vom ganzen Ansichtskartenmaterial bin ich draufgekommen, dass doch sehr viele und schöne, interessante Motive dabei sind. Und so ist eigentlich dann wirklich das Projekt entstanden, entlang der Mur in alten Bildern von Bredlitz bis nach Radkersburg. Stichwort Bredlitz, das Ganze über das Murtal, Knittelfeld, Zeltweg, Fonsdorf, das sind ja alles Orte, die eine Tradition haben. Ob das jetzt Knittelfeld als Eisenbahnerstadt ist, ob das Fonsdorf als Bergwerkstadt ist, ich glaube, da muss es ja Schätze geben, undenkbar. Es gibt sehr viele Schätze, man kann natürlich nicht alles präsentieren, aber ich habe die besten Bilder ausgesucht und für dieses Buch zur Verfügung gestellt. Auf 128 Seiten findet der Leser nicht weniger als 160 Abbildungen. Der Buchautor ist geborener Mürzzuschlager, ist Mitarbeiter der Stadtgemeinde Bruck an der Mur und leidenschaftlicher Sammler historischer Ansichten. Entlang der Mur ist sicher einer der tollsten Geschenksideen für Weihnachten und im guten Buchhandel erhältlich.